aus dem Studio 1, SWR 3, Late Night. Und hier ist der Scheidungsanwalt von Hella von Sinnen. Hier ist Pierre M. Krause. Vielen herzlichen Dank und willkommen in der Nische, meine Damen und Herren. Heute mit Herbert Feuerstein und Musik von Helen Schneider. Let me take her back to the land of dreams and plenty. Carry her off to another day. Bring you back home where you belong. Trust in my heartbeat to find the way. Helen Schneider, live. Ladies and Gentlemen, give a big hand. Und zwar aus diesem Album. Und wir werden natürlich gleich noch mehr hören aus dem neuen Album von Helen Schneider. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auf meinen Gast heute. Und ich freue mich besonders, dass ich mich so freue. Weil das hier ist jetzt nicht irgendeine Sendung, nicht irgendeine Ausgabe, sondern es ist eine spezielle Ausgabe, meine Damen und Herren. Denn alles wird heute in dieser Show anders. Sie erleben heute das Mega-TV-Event des Jahres, ach was sage ich, des Jahrzehnts. Es wird ernst und der Fight des Jahrhunderts findet hier und heute statt. Sehen Sie heute das TV-Mega-Event des Jahres. Es ist der älteste Kampf der Menschheit. Feuer. Stein. Papier. Bleiben Sie dran und erleben Sie eine Schlacht, die Sie so noch nie zuvor gesehen haben. Bleiben Sie dran! Das TV-Mega-Event des Jahres. Feuerstein, Papier. Ich finde es sehr unheimlich, wenn du plötzlich hinter mir stehst. Ich frage mich gerade, ob du auch ab und zu mal, wenn ich zu Hause bin. Ich habe immer jetzt, ab jetzt habe ich Angst, dass wenn ich mich, ich wasche mich und wie in den Horrorfilmen, weißt du, dann kommst du mit dem Gesicht so hoch und siehst dich selber im Spiegel und genau, und dann steht die Praktikantin hinter einem. So, früher war das normal im Showbusiness, bei uns ist das ja nicht so. Was das wohl bedeutet, wenn Bertie, unsere Praktikantin, hier steht mit Blättern in der Hand, das bedeutet, wir haben wieder Neues aus der Region, denn meine Damen und Herren, wir berichten hier nicht aus Berlin, Hamburg und Köln, sondern wir berichten aus Degerloch, aus Pirmasens, aus Karlsruhe, aus Knielingen und Neureuth. Ja, da, wo es wirklich brennt und wo es die interessantesten Schlagzeilen der Woche gibt, die ich für Sie persönlich zusammengetragen habe, dann wieder vergessen und Bertie in die Hand gegeben habe. Hier sind die Region News. Hast du dich am Papier geschnitten jetzt? Das will ich nicht. Diesmal nicht. Okay. Die Allgemeine Zeitung Mainz schreibt, Fahrgast beißt Mainzer Taxifahrer. Ich aber lese hier gerade, man muss zur Verteidigung sagen, der Taxifahrer hat den Gast vorher angebellt und am Hintern beschnuppert. Insofern ist es in Ordnung. Rhein-Neckar Zeitung, betrunkene Mutter holt zugedröhnten Sohn bei der Polizei ab. In Grünstadt. Das haben wir nicht erfunden. Das sind alles echte Schlagzeilen. Da nicken Leute im Publikum. Ja, ja. Der Kleine hat noch keinen Führerschein. Ich muss den abholen. Okay? Verstehe. Die Mutter ist heute hier. Ist inzwischen nach Nerit gezogen, einfach um nicht mehr bekannt zu sein. Das Gesetz ist, glaube ich, vorgeschrieben. Ne? Minderjährige dürfen nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten torkeln. Das sagt das Gesetz. Die Mutter hat zur Polizei gesagt, ich sage nichts ohne meinen Sanwalt. Polizist hat übrigens gar nichts mitgekriegt, weil der war auf LSD. Das ist in Grünstadt so. Ja, vielen Dank. Heute haben wir viel. Diebesduo klaute ein Dutzend Trauringpaare in Heidelberg. Rhein-Neckar-Zeitung. Diebesduo klaute ein Dutzend Trauringpaare. Wer braucht ein Dutzend Trauringpaare? Ich glaube, der Verdächtige ist Lothar Matthäus. Die Allgemeine Zeitung schreibt, 50-Jähriger kauft statt eines iPhones eine Wandfliese. Und er hat es erst 4 Tage später gemerkt, weil er einen PIN vergessen hat. Das geht nicht. Das Geile ist, der Akku hält ewig. Insofern soll er sich nicht beschweren. Wie? Was? Oh Gott. Wenn Sie bei dem Mann übrigens zu Hause anrufen jetzt, dann klingelt sein ganzes Badezimmer. Eins noch. Okay, vielen Dank, Bertie. Saarbrücker Zeitung, das Saarland, unser Lieblingsteil des Sendegebiets. Cabrio verliert unterwegs das Dach.
Ist das nicht normal? Muss ein Cabrio? Ist doch normal, oder? Das ist das Modell Michaela Schäfer. Immer oben ohne und Sitze feucht. Es waren die Regio-News. Alles, was Sie wissen müssen, wissen Sie jetzt. Aus dem Sendegebiet waren das die Neuigkeiten. Das ist uns besonders wichtig, das Sendegebiet, das sagen wir auch immer, ohne das S zu betonen, damit es authentisch ist, das Sendegebiet in dieser Sendung immer wieder darzustellen. Und ich habe das Anfang des Jahres gemacht, indem ich mit dem Bus durch den Südschwarzwald gefahren bin. Vielleicht haben Sie es ja auch nicht gesehen. Und dann habe ich das in der Vulkaneifel dasselbe gemacht. Ich bin mit dem Bus durch die Vulkan, also mit dem öffentlichen Bus. Ich bin Bus gefahren. Da habe richtig diese ganzen Stangen angefasst und wo du nicht weißt, wo war die Stange vorher und so. Habe ich gemacht. Mit Menschen auf engstem Raum in einem Verkehrsmittel. Und diese Serie ist jetzt vor 2 Wochen geendet. Und wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Nämlich eine E-Mail, in der stand, hey, das war eine super Serie, wir würden gerne mehr davon sehen, aber wir haben nichts mehr. Das ist jetzt einfach abgedreht. Und dann haben wir uns überlegt, hey, es ist doch ganz oft so, dass man im Schnitt sitzt und so Gags rausschmeißt, weil sie einfach schlecht sind. Einige davon lassen wir drin, aber die meisten schlechten schmeißen wir raus. Und wenn wir jetzt all diese Gags nehmen, die schlecht sind, und zu einem Film zusammen machen, vielleicht merkt es dann ja keiner. Und deswegen haben wir Recycling betrieben und haben, weil die Serie so erfolgreich war, meine Reise durch die Vulkaneifel noch mal ein paar Lost Scenes zusammengeschnitten. Ja? Also Recycling im Fernsehen sozusagen. Noch mal von den schlimmen pubertären Wortspielen der Glockengießerei bis hin zum ultraspannenden Steinmuseum. Da gucken Sie sich im Internet an, es ist wirklich Thrill pur. Hier ist unser Bonusmaterial auf der DVD, die Sie gerade gucken. Hier die Lost Scenes der Serie Eiffel in Love. Sollen wir uns ein bisschen echauffieren? Ich echauffiere mich total gerne über andere Autofahrer. Was ist los, Führerschein im Lotto gewonnen oder was? Golf, hab ich gleich gesehen, Golf. Und jetzt fährt der da raus. Jetzt fährt der da raus. Gibt's doch nicht. Fahr wieder rein. Und ist das hier alles aus Lava wirklich? Die Straße, der Boden, alles ist aus Lava? Ja, Lava ist ja auch hier viel. Ding Dong! Sind Sie die Glockenkönigin sozusagen? Wunderschöner Hof, den ihr hier habt. Sie sind Experte. Sie sind Schmied? Ich bin eigentlich Schmied hier, ja, ja. Und ja. Sie haben jetzt also ein Museum mit Steinen. Ich bin auch auf vielen Feldern Experte. Also, heute möchte ich mich auf Manderscheider Platt konzentrieren. Okay, wie schimpft man denn auf Manderscheider Platt? Manderscheider Platt. So Saukerl. Du Saukerl. Du Saukerl, aber das sagt man ja im Hochdeutschen auch, du Saukerl. Ja, man kann das aber auch auf dem Platt sagen. Gerade junge Leute interessieren sich ja brennend für Steine. Und da ist ja gut, dass da jemand ist, ja, der ihnen Steine zeigt. Was sehr viel kommt, sind Waldorfschulen. Du siehst auch ein bisschen Cowboy-mäßig aus. Dieses Teil hier erspart viel Waschpulver und viel Nähzeug. Zeig mal, wie sieht das hinten aus? Hinten ist offen. Ja, genau. Ich kenne das, so eine Art Cowboy-Knickerbocker. Ich kenne das auch so aus so Kölner Nachtclubs. Ein Wort, was es im Moselfränkischen nicht gibt. Sie sagen mir jetzt ein, okay, ich kann Ihnen auch ein Wort sagen, das es im Deutschen nicht gibt. Ja? Gritzelbrimpf. In der Tat. Mhm. Glockengießermeisterin bin ich. Hallo. Glockengießermeisterin? Ja, okay. Was ist denn die größte Glocke, die Sie jemals gesehen haben? Eine von 7,5 Tonnen. Da hängt da die Schablone. Alter, das ist die Glocke deiner Mutter. Ja. In dem Wappen, da ist die Mispelblüte drin, ja. Die Mispelblüte? Ah ja, okay. Die Mispelblüte. Das ist doch die von die Punkt 12 moderiert, ne? Ne, das ist die Lispelblüte, Entschuldigung, habe ich verwechselt. Der Bus kommt! Da, danke. Farbenfroh gekleidet sind die Menschen alle. Ja, aber weil ich gleich Fahrrad fahre. Sie fahren Fahrrad? Ja. Das wird Sie überraschen, aber Sie fahren Bus? Das ist ein Bus. Wir sind Bus. Genau.
Wo sind denn Ihre Fahrräder? Also existieren diese Fahrräder wirklich oder haben, sind das so Fahrräder, die, die nur Sie sehen? Anhänger, bitte. Ich bin auf dem Fahrradanhänger. Ach so! Ich dachte ehrlich gesagt, Sie sind einfach verrückt. Tschüss! Ah, das war die beste Busfahrt meines Lebens. Und ich habe immerhin schon 3 gemacht. Vielen Dank. Das war's mit I Fell in Love. Schauen Sie sich alle Folgen gerne noch einmal an auf unserer Webseite oder bei YouTube. Ich betone an dieser Stelle Tube. I Fell in Love oder meine Schwarzwaldreise. Das war Recycling, ne? Wir haben aus altem Zeug noch mal, sozusagen, was wir nicht veröffentlicht haben, noch mal zusammen. Und das habe ich gelernt von einem Mann, der Recycling sozusagen perfektioniert hat. Damals als Chefredakteur der fantastischen Zeitung Mad gab es auch immer so zusammengefasste Mad-Hefte. Ne? Man hat einfach alte Hefte genommen, wieder zusammengeklebt und als neue für einen Zehner verkauft. Und Idioten wie ich sind drauf reingefallen und haben sich das gekauft. Er ist auch der Mann, der übrigens die Late Night nach Deutschland gebracht hat. Das kann man so tatsächlich sagen. Ohne ihn gäbe es wahrscheinlich keine Late Night. Und wie wir sehen, ist Late Night in Deutschland ja sehr, sehr erfolgreich. Ich freue mich wirklich auf meinen Wunschgast heute, meine Damen und Herren. Ich möchte, dass Sie jetzt alle ausflippen, wenn er diese Bühne betritt. Meine Damen und Herren, hier ist der großartige Herbert Feuerstein! Mein Lieber! Oh, das ist die Frank-Elstner-Geste. Ja. Mein Lieber! Guten Tag, hallo! Schön, dass Sie so nett zu mir sind, obwohl das so langsam an Altenpflege grenzt. Ne? Ja. Aber danke trotzdem. Wir sind in Baden-Baden, wir kennen nichts anderes. Ja. Sie werden... Jetzt weiß ich, warum ich überhaupt hier bin. Ja, ja. Schauen Sie sich... Wir haben uns eigentlich aufs Du geeinigt. Ach so, ja, natürlich. Ja. Wir können uns gerne wieder sitzen. Es fällt mir halt wahnsinnig schwer, jemanden, den ich überhaupt nie gesehen habe und nicht kenne, ja. Zu duzen. Aber wir machen das gerne. Hallo, Bär. Hallo. Ich heiße... Herbert. Ist aber bei uns im Fernsehgeschäft, ist aber, man ist ja ganz schnell per Du und man ist auch ganz schnell befreundet. Ne? Man sagt, redet auch immer gerne von meinem lieben Freund. Wir sind jetzt quasi schon, weil wir zusammen in einer Sendung waren, sind wir schon befreundet. Fürs Mediengeschäft ist das schon Freundschaft. Ja, aber es ist auch das letzte Mal, dass wir uns duzen. Absolut. Ja, absolut. Sie werden inzwischen... Du, ich bin jetzt verwirrt. Wir bleiben beim Du. Ja, wir bleiben beim Du. Absolut. Ist das etwa mein Wasser? Nein, es ist Rheinwasser. Main ist auch ein Fluss und Rhein. Und dann habe ich einen Wortwitz draus gemacht. Ist mir so spontan. Hätte ich nie gesagt. Ne? Hey, also, ich weiß. Musst du noch arbeiten? Ich meine, musst du noch in so eine Show wie diese kommen? Oder machst du das wirklich nur aus Freizeitspaß? Ich muss noch in solche Sendungen kommen. Ne? Ja. Aber eigentlich nur, um ein bisschen mein Buch Ach, zu lernen. Ach, das Buch, ne? Selbstverständlich. Ja. Die neuen Leben. Ein tolles Buch. Ne? Das Herrn es ist wirklich ein tolles Buch. Also wenn man Sag bloß, du hast es gelesen. Ich habe das selbstverständlich lesen lassen. Mehr als den Klappentext. Und habe auch die Bilder angeguckt in der Mitte. Die sind ja in Farbe, das kommt mir sehr entgegen. Nein, ich habe es gelesen tatsächlich, weil ich bin ja wirklich, ich muss mich ja outen, ich habe durch das Mad-Magazin lesen gelernt. Themen, nein, das habe ich bis heute noch nicht, aber da sind sehr lustige Bilder drin und die habe ich mir immer angeguckt und dachte, das muss lustig sein. Ja. Ja. Worte wie Echts habe ich dadurch gelernt. Ja, Stöhn, Wirk. Stöhn, Wirk, die Lechts auch, ganz Lechts, wichtig. Ne? Selbstironie, das Beleidigen des Lesers, also solche Dinge, das hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also für mich war das eine wirklich spannende Zeit, weil man das damals völlig neu erschaffen konnte. Ne? Es gab ja, also, amerikanische Mad war ja nun damals auch schon weltberühmt und auch schon fast uralt. Und wir haben aus irgendeinem zufälligen Grund bin ich dann dazugekommen und habe das im Deutschen rausgegeben und es war wahnsinnig erfolgreich. Ja. Es war so erfolgreich, da würdest du nachts stöhnen vor Lust. Das tue ich. Ja. Alleine? Ja. Sehr oft. Es ist sehr traurig. Ich möchte nicht mehr darüber reden. Warum sprichst du das an? Komisch, weil ich auch gerne alleine... gut. Ja. Wäre schon wieder eine Gemeinsamkeit. Ja. Und aber jetzt hast du es ja so lange geschafft. Ne? Also du bist jetzt 52. Wie alt?
1852 geboren, das war. Entschuldigung. Ja, das käme jetzt fast hin. Ne? Aber ich bin, jeder finden kann nachrechnen, wenn Sie Lust haben, Jahrgang 1937. Ne? Und Sie haben genau 10 Sekunden Zeit, um rauszufinden, wie alt ich jetzt bin. Okay, auf 10 ruft jeder das Alte ein. 10, 9, 8, oh, sehr gut. Ich habe rückwärts gezählt. Wer hat 78 gesagt? Toll. Gewonnen. Ja. Toll, du hast was gewonnen. Haben wir was? Applaus hast du gewonnen. Ja, hier. 20 Euro. 20 Euro? Du gibst denn 20 Euro? Danke. Ja. 20 Euro. Und für dich habe ich nichts. Ne? Erstmal. Ja. Frag mich auch was. Hast du dir das zurechtgelegt? Nein, wie soll ich mir das zurechtlegen? Ich hab immer massenhaft Geld mit, ne? weil man weiß ja nie, wie man mit dem Publikum umgeht. Ja, ne? Man kann es kaufen, das ist so schön. Ja, absolut. Das Tolle ist, wir haben jetzt schon 18 Minuten rum, die haben wir für die nächsten 20 Minuten, haben wir die locker auf unserer Seite. Toll, also in der ersten Reihe. Das heißt, die Frage, ob du ausgesorgt hast, hat sich damit ja wohl auch irgendwie erübrigt, ne? Hat sich eigentlich erübrigt, also ich räche derzeit Laub im Garten und warte, dass der Frosch wiederkommt in meinem Froschteich. Ne? Der hat sich nämlich irgendwo in den Untergrund verabschiedet und war eines Tages weg, im Anfang Oktober. War er weg, ist das Frosch. Ein bestimmter Frosch? Oder? Ein bestimmter Frosch, ja, mein Frosch, also dein der Frosch. Frosch. Ja, ja. Der war dann einfach weg. Und was ist das für ein Frosch? Was macht also normalerweise... Er ist wieder da oder wer war das? Nein, der macht Winterschlaf. Machen Frösche Winterschlaf? Ja, die buddeln sich irgendwo Untergrund ein oder gehen irgendwo spazieren oder ich weiß es nicht. Jedenfalls ist der Frosch weg und ich warte schon sehr, sehr auf März oder April, wenn er wiederkommt. Ne? Hast du ein Foto von dem Frosch? Nein. Den Namen? Hast du einen Namen gegeben? Froschi heißt der. Froschi, ne? Soll ich hier einen Namen geben? Ich meine, Froschi ist doch ein Name. Froschi ist doch ein Name. Ja, absolut. Ich bekomme gerade aktuell rein in diesem sehr, sehr kleinen Pin, den ich in meinem Ohr drin habe. Ja? Im Augenblick ist das mein Zeigefinger, dass wir heute ja ein Mega-Event in der Sendung haben. Das wird der absolute Hammer, meine Damen und Herren. Bleiben Sie dran. Das ist das Spektakulärste, was Sie je im deutschen Fernsehen gesehen haben. Hier noch einmal zur Erinnerung ein Trailer. Sie stellen sich der Herausforderung ihres Lebens. Herbert Feuerstein und Pierre M. Krause im Kampf gegen Elemente und Papier. Sehen Sie gleich Feuer, Stein, Papier. Das Mega-TV-Event des Jahres. Jetzt, also gleich. Nur noch ein paar Minuten. Es ist fast soweit. Schalten Sie auf keinen Fall um oder ab. Hier passiert sofort etwas Großes. Etwas Unglaubliches. Ja, echt jetzt. Sie haben es bis hierhin ausgehalten. Warum sollten Sie jetzt noch umschalten? Das wäre doch Quatsch, oder? Richtig. Bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran. Das Mega-TV-Event des Jahres, Feuerstein, Papier. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Müssen wir uns beide dazu ausziehen oder nur du? Das wäre schon im Sinne der Nummer, wenn wir uns beide ausziehen würden dafür. Ne, ich weiß es nicht. Du fängst an. That's comedy, ladies and gentlemen. Sehr gut gekontert. Hast du da ein Loch in deinem? Nicht wirklich, oder? Ja, doch, tatsächlich. Da, ja. Entschuldige mal, du trägst... Der falsche Schuh. Falsche Schuh. Der andere hat kein Loch, aber es war der falsche Schuh einfach. Das kam so spontan halt irgendwie über mich. Moment, du solltest vielleicht einfach nicht die Kohle verschenken, die du mit dir rumträgst, sondern dir Socken davon kaufen. Ja. Aber Socken sind teurer geworden, habe ich gemerkt. Ne? Ja.
ist nicht mehr das, was es ist. Nee, nicht gucken, Leute. Ne? Nein, das ist peinlich. Aber ja. Peinlichkeiten spielen ja, um eine Lanz-eske Überleitung hinzubekommen, eine große Rolle in deinem Leben. Jetzt klingelt es gerade, es tut mir sehr leid. Das ist wahrscheinlich Mundstuhl. Kennst du die Comedy-Truppe Mundstuhl? Die wollen immer in diese Sendung. Ja. Und es geht zeitlich nicht, weil wir immer Premium-Gäste haben, so, ne? Die besser sind, sag ich mal. Also ich möchte ja, hallo. Hallo, ihr beiden. Es ist leider ganz schlecht gerade. Ich habe schon einen Konkret Gast. Ja. Ding, Kraus, mach mal auf jetzt. Konkret, jetzt lass uns endlich rein. Es geht nicht. Konkret, ich habe wir haben uns noch ein lustiger Witz zu überlegen. Konkret, nein, halt dich fest, Alter. Jetzt bin ich dran. Nein. Die ist so lustig. Nein. Kennst du die fettarme Milch? Ja. Die kennt die. Konkret. Ja. Wenn du die fettarme Milch trinkst, kriegst du krass fettarm. Der war sehr, sehr gut. Was wir prüfen den noch mal. Ich habe aber schon einen Gast. Herbert Feuerstein ist zu Gast. War der nicht lustig genug, komm, oder? Nein, der war sehr... Was geht mit dir? Der gibt hier gar nicht. Arschliche. Geht bitte. Scheißendreck. Ich piss dich voll und furz dich wie der Drog, du Arschliche. Mach gut. Ja, tschüss. Vielen Dank. Schön, dass ihr Mundstuhl. Lass sie doch rein. Nein. Es wird zu viel. Es wird zu viel. Dann ziehen die sich auch noch aus. Hier ist kein Loch, ne? Kein Loch. Aber ist Schuh ausgezogen, kein Loch. Warum sollte man auch einen, wenn es zwei sind, wenn einer gut ist, muss man ja nicht beide wegwerfen. Ja, das meine ich doch auch. Ne? Ja, absolut. Es hat auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Stimmt mir doch zu, aha, einfach. Ja, ich stimme dir einfach zu. Ja. Sind wir eigentlich schon so weit, dass wir zum Mega-TV-Event des Jahres kommen? Habe ich das gerade richtig gesehen? Wir kommen schon zum Mega-TV-Event des Jahres. Herbert, bist du genauso aufgeregt wie ich? Nein. Warte, stör mich jetzt nicht, ich muss da... Ja, ich brauche dich aber jetzt für das Mega-TV-Event des Jahres. Ach so, ja. Das Mega-TV, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das wird super. Ja. Er ist auch ganz aufgeregt, der. Ja, aber ich bin jetzt auch ganz aufgeregt. Meine Damen und Herren, Feuerstein, Papier, bleiben Sie unbedingt dran! Feuer, Stein, Papier. Feuer, Stein, Papier. Papier wickelt Stein ein. Herbert Feuerstein ist der Gewinner des TV-Mega-Events! Feuer, Stein, Papier. Ein ganz großer... Danke, ja. Toll. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und jetzt ziehen wir uns aus. Du willst es? Nein, ich überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Ne? So, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Gar nicht. Harter Übergang. Wie hörst du eigentlich Musik? Jetzt gerade nicht. Ja. Bei dir funktioniert es aber, wenn ich das sage, ist Stille. Ja. Ja. Je flacher, Wir kommen, ich könnte noch, das ist auch so ein anbiedernder Moderatorensatz, ich könnte noch stundenlang, und es ist falsch. Genug. Ich habe die Zeit nicht. Das passt sehr gut, du hast die Zeit nicht und ich habe keine Lust. Deswegen zeigen wir jetzt noch irgendwas und danach kommt Helen Schneider, die mit dem Katzenklo, Katzen, kommt jetzt gleich, spielt hier live, meine Damen und Herren. Vorher noch das. Studio 449 in Köln. Hier blieb er bis zum Schluss, Harald Schmidt. Nach über 2000 Shows überlässt der Entertainer die Essenz der Late-Night-Show seinem treuen Diener. Late-Night in Deutschland ist tot. Toi, toi, toi. Über 40.000 Late-Show-Witze, von führenden Experten ausgewertet, archiviert und feinsäuberlich auf Pappen geschrieben. Ein Vermächtnis von unschätzbarem Wert. HSS History präsentiert. Schmidts Erben. 16. Dezember 1998. In Dortmund setzt ein Arzt den Hitlergruß zur Krankengymnastik ein. Er wird zu 10.000 Mark Strafe verurteilt. Die Sache wurde publik, weil die AOK nicht die Kosten für die Gesundheitsspringer-Stiefel übernehmen wollte. Schmidts Erben. Meine Damen und Herren, nicht nur Herbert Feuerstein ist heute mein Gast, sondern auch eine
ganz tolle Künstlerin, eine erfolgreiche Künstlerin. Jeder denkt sofort, wenn man den Namen hört, an Rock'n'Roll Gypsy, aber das ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil einer beachtlichen, grandiosen Karriere. Sie kann viel, viel mehr und das beweist sie auf diesem Album. Das ist das aktuelle Album. Das ist, das haben wir selber gebastelt. Ja. Es sieht genau so aus, aber wir haben es nicht mehr gefunden. Und jetzt haben wir das ausgedruckt und selber gebastelt. Wie erbärmlich ist das von uns? Ja. Ja, wahrscheinlich, weil es so beliebt ist, dass es einer von unseren schmierigen, nicht vertrauenswürdigen Mitarbeitern einfach geklaut hat. Weil es so ein beliebtes Album ist, meine Damen und Herren. Da guckt ein schmieriger Mitarbeiter raus. Ja, hast du das? Hast du das, du schmieriger Mitarbeiter, das Album geklaut? Liegt im Auto. Ich hab's vergessen. Collective Memory, meine Damen und Herren, heißt ihr aktuelles Album. So sieht es aus und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei uns live spielt. Bitte begrüßen Sie mit einem frenetischen Applaus die großartige Helen Schneider! Was a place in the far away. Long before, here and now, you could see to forevermore and up to the heavenly bough. Was a time full of innocence and of dreams coming true. Seasons change like scenery. Hope grew in fresh morning dew. Let me take you back to the land of dreams and plenty. Carry you off to another day. Bring you back home where you belong. Trust in my heartbeat to find the way. Just come on. And follow me, come on, and follow me back home. Yeah. Was a time when a melody filled the day with a song, and the world was a tapestry weaving and singing along. In the hours of the morning light, back when time would stand still, you were sure of your destiny and all that fate would fulfill. Take you back to the land of dreams and plenty. Carry you off to another day. Bring you back home where you belong. Trust in my heartbeat to find the way. Just come on and follow me. Come on and follow me. Let me take you back to the land of dreams and plenty. Carry you off to another day. Bring you back home where you belong. Trust in my heartbeat to find the way. Just come on and follow me. Vielen herzlichen Dank und meine Damen und Herren, großen Dank an Herbert Feuerstein. Das ist das Abschluss.
aktuelle Buch von Herbert Feuerstein. Kaufen Sie es. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs hier sein. Wir sehen uns nächste Woche wieder dann mit Andreas Englisch und Alligator. Schönes Wochenende. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.